Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Tage um Weihnachten und der Jahreswechsel laden ein, Bilanz zu ziehen, aber auch um Grundsätzliches zu bedenken. Die Menschen fragen, wo steht Europa? Werden, und wenn ja, wie, werden wir die europäische Gemeinschaft und unser gemeinsames Geld halten können? Wo stehen wir international? Die Welt um uns verändert sich rasant. Durch Technik, Innovation sind wir näher aneinander gerückt. Was heute in Afrika, Asien und in Amerika passiert, beeinflusst auch unser Leben und unsere politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir alle sind miteinander verbunden und voneinander abhängig. Das gilt für die Sicherheit, für die Natur und Umwelt und für die Wirtschaft. Die vergangenen Jahre haben uns deutlich gezeigt, dass die Zukunft unseres Landes untrennbar verbunden ist mit der Zukunft Europas und mit dem Zustand der internationalen Staatengemeinschaft. Die Weltbevölkerung wächst demnächst auf 9 Milliarden Menschen. Wenn wir in Europa mit unseren 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger unsere Stellung in der Welt, unsere Werte und unseren Lebensstandard halten wollen, dann geht das nur in einem geeinten Europa. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gesegnete Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2013.